So, liebe Carrera-Freunde, der 24. Lauf des Carrera SLS Cups hier ist schon im vollen Gang und die ersten Positionskämpfe, die werden hier schon ausgetragen mit dem SLS der Firma Fleischhut. Ist hier Sven Olaf am Start, dann mit der Nummer 2 der SLS der Firma Plumbeck, das ist hier Peter Bösch und dann kommt hier die Nummer 3, der hier gerade im Verunfallt ist, das ist Mike Plumbeck. Mit dem Hamburg Del Mar, der jetzt hier eine Position verliert aufgrund des Crashs an Peter Bösch. Tobias Brokelmann kommt uns hier entgegen ohne Beleuchtung. Der saust jetzt hier mit dem grünen Fahrzeug der Firma Mangels und putzt sich über Startziel rüber. Und der Holländer Tim van der Dros, der jetzt hier mit Beleuchtung angesaust kommt. Er hier jetzt mit dem Prüfer und Herting unterwegs. Und jetzt sehen wir schon hier, Peter Bösch versucht hier Mike Plumbeck auf der Außenbahn zu attackieren. Schafft er aber in dieser Runde nicht, da lässt Mike Plumbeck nichts anbrennen, kann hier diesem Angriff hier locker standhalten, aber dann wechselt er hier die Spur, macht das somit hier für Peter Bösch unmöglich hier zu überholen und Peter Bösch ist hier hinten abgeschmiert und wir sehen es, da klafft jetzt eine große Lücke zwischen den beiden, also Mike Plumbeck hier hat wieder Boden gut gemacht, auch wenn er hier vorne in der Kurve verunfallt ist. Der Holländer Tim van der Dros jetzt hier erst Tankplatz 1 angefahren und dann Tankplatz 3. Spart somit etwas Sprit, denn desto schneller die Runde gefahren wird, desto mehr Sprit wird hier auch verbraucht. Und da hier erst Tankplatz 1 angefahren hat und die Startziellinie ja logischerweise dann die Rundenzeit misst, hat er sich hier ein paar Prozent Sprit gespart, kann somit in der nächsten Runde bis zum nächsten Tankstop länger draußen bleiben. Also eine taktische Variante hier. Und hier sehen wir einen Dreierpulk, angeführt von Mike Plumbeck. Dahinter Tobias Brokelmann und dann Peter Bösch. Also die drei Fahrer hier, die nehmen sich jetzt gegenseitig die Punkte weg in diesem Rennen. Sind auch genauso wie der Holländer hier heiße Anwärter auf die Top 8 in der Gesamtwertung. Denn die Fahrer, die am Ende der Saison in den Top 8 sind, bekommen hier auch die Fahrzeuge, die jetzt mittlerweile nach gut 24 Läufen schon ganz schön gelitten haben. Und Peter Bösch gönnt hier dem SLS der Firma Plumbeck eine kleine Pause. Er fährt hier rein zum Tanken, macht das gleiche wie der Holländer, fährt hier nochmal auf Tankplatz 3 vor und da oben das nächste Positionsduell. Tobias Brokelmann versucht hier an dem Hamburg Del Mar vorbeizukommen, genau wie Peter Bösch versucht das über die Außenbahn, aber Mike Plumbeck ist jedoch der Erfahrene und kann hier diesen Angriffen locker standhalten. Peter Bösch jetzt hier in die Bande gesaust, der Holländer erneut beim Tanken und auch Sven Olaf kommt jetzt rein zum Tanken und auch der Hamburg Del Mar mit Mike Plumbeck, zwei Fahrzeuge jetzt hier nur noch auf der Bahn. Wir sehen es, jetzt kommt hier gegen gerade Startziel Mangels und Putzig mit Tobias Brokelmann. Der Holländer jetzt wieder draußen und das hat Mike Plumbeck hier ganz geschickt gemacht. Fährt hier vor Tobias Brokelmann wieder raus, hält sich somit nicht nur Tobias auf Distanz, sondern wenn er Tobias vorher, ja jetzt fährt Tobias aber auch rein, hätte er Tobias vorgelassen, dann hätte er vielleicht Probleme gehabt an Tobias vorbeizukommen, aber Tobias muss ebenfalls reinfahren zum Tanken, tankt hier auch taktisch, weiß, dass es hier ganz, ganz eng wird in diesem Rennen, denn hier wirklich ja vier erfahrene Fahrer dabei und dann noch Sven Olaf, für den das hier die erste Rennsaison ist, aber der sich hier ganz wacker schlägt und auch gute Zeiten abliefert, aber der wird das hier schwer haben, auf einen der anderen Kontrahenten hier noch dicht aufzufahren oder die hier noch zu gefährden. Sven Olaf natürlich bemüht, hier in die Punkte reinzufahren. Der Hamburg Del Mar von Mike Plumbeck jetzt hier zum Tanken. Sven Olaf bleibt auch noch weiter draußen. Und genau hinter Mike Plumbeck jetzt hier Peter Bösch. Aber ich denke mal, Mike Plumbeck gewollt, der fährt auch wieder raus. Man hat es gesehen. Er hat genau gesehen, dass Peter Bösch auch rausfahren wollte. Peter Bösch hatte versucht, sich hier vor Mike Plumbeck zu schieben, fällt jetzt hinten raus in der Kurve, muss wieder eingesetzt werden. Und jetzt kann man ganz deutlich sehen, was das ausmacht an Metern hier,
wenn man einmal die Bahn verlassen hat. Das ist schon eine ganz schöne Ecke, die man jetzt hier wieder aufholen muss. Also das wird ganz schwierig für Peter Bösch jetzt hier noch an Mike Plumbeck vorbeizukommen. Auch Tobias Brokelmann tut sich jetzt hier etwas schwer. Der Holländer, der fährt hier ganz konstant seine Runden. Da ist jetzt auch Sven Olaf in den Reifenstapel gesaust, muss wieder eingesetzt werden. Und wir sehen es mal, der Holländer völlig frei kann er hier sein Rennen gestalten, kann die Boxenstops hier legen, wann und wie er möchte, hat genug Platz nach vorne hin und auch nach hinten. Keiner, der ihm hier im Moment im Nacken sitzt, aber das wird auch bald vorbei sein, denn der Holländer will am nächsten Wochenende hier den Hafen der Ehe einlaufen. Also ich bin mal gespannt, ob er dann noch regelmäßig hier zu den Carrera-Abenden kommen kann. Und ich bin auch mal gespannt, wenn ihr dann mal bei eBay guckt ab nächste Woche, wann seine zukünftige Frau ihn dazu drängt, seine locker 100 Fahrzeuge umfassende Carrera-Sammlung so langsam aufzulösen. Das wird man dann wahrscheinlich in der Bucht dann sehen. So, und hier noch die letzten kleinen Tankstops, die hier gefahren werden müssen, damit hier keiner leer über Startziel reinfährt. Das war immer Peter Bösch und da nochmal Mangels und Putzig. Denn wenn man leer über Startziel fährt, dann zählt die letzte Runde nicht und das Rennen ist auch zu Ende. Und der zukünftige Bräutigam hier, der hat das Rennen hier gewonnen, fährt hier 10 Punkte ein. Hervorragender zweiter Platz hier, der hier wirklich viele Angriffe abwehren musste hier für Mike Plumbeck. Dann kommt Tobias Brokelmann und Platz 4 dann für Peter Bösch mit dem SLS der Firma Plumbeck. Platz 5 geht hier an Sven Olaf. Und mit zwei kleinen Rennszenen möchte ich mich hier wieder verabschieden. Und ich hoffe, dieses Video hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns. Bis dann und bye bye.